Kinder, 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 ist es nicht herrlich? Oh Mann, ich habe mich den ganzen langen Winter so darauf gefreut. Ich weiß gar nicht, wo wir das ganze Zeug hier lassen sollen. Was? Das Zeug hier, wohin damit? Ich muss sowieso gleich nach vorn. Ich nehm's dann mit zum Mülleimer. Was meinst du? Lasse doch. Freust du dich nicht auch, dass die Saison wieder angefangen hat? Hm? Klar, siehst du doch. Wisst ihr, das Schöne daran ist, dass man jedes Mal im Frühling das Gefühl hat, man würde in eine neue Wohnung ziehen. Alles ist so neu und trotzdem kennt man es. Ne? Ja, vor allem der letzte Punkt, der macht mir Angst. Sag mal, wie findest du übrigens meine neuen Bezüge? Ganz süß, Uschi. Irgendwie punktig, findest du nicht? Du meinst, weil sie Punkte haben? Ja, aber nicht nur deshalb. Heißt das, der Streifenmuster auch punktig sein können? Ich weiß nicht. Vielleicht, wenn man die Punkte in Streifen anordnet? Tanja, jetzt lass Stefanie in Ruhe. Benno, was machst du denn da? Ich suche meinen Trainingsanzug. Oh Gott, das alte Ding. Schon gut, ich habe ihn gefunden. Ich bin gleich bei euch, meine Honigbienchen. Also, Benno, der klingt so verändert. Das klingt nur so. Oh nein. Die Campingsaison ist eröffnet. Mein Gott. Komm, Tanja, wir fahren nach Hause. Was ist los? Was ist denn? Hat der Mars Menschen gesehen? Nee, die würden sich in sowas schämen. Du ziehst jetzt sofort deine Lumpen da aus. Nee, das ist mein Lieblingstrainingsanzug. Du siehst unmöglich aus, man muss sich ja schämen. Stefanie, du guckst weg, Tanja, du sagst was. Also echt, du siehst aus wie eine fette Leberwurst, der jeden Moment die Pelle platzt. Und so redet die ständig über ihren Vater. Hm?